Warte mal, Kutscher ist ja gar nicht dabei. Ich bin dumm. Linda, ja. Hey, ach, Kutscher ist nicht Kutscher. Dabei, dann Moin. Bin ich raus. Ich habe drüber nachgedacht, warum Kutscher jetzt nicht mitmacht, weil da steht einfach Reactions mit Bröki in seinem Titel. Das ist mir aufgefallen, bei Firefight spielen nicht 5 Leute mit, sondern nur 4. Ja. Bin ich selber obwohl, das also eigentlich spielen nur 3 Leute mit. Dumm, ja, und Bart moderiert, damit ich mitspielen kann. Ja, heute. Ey, du hast so ein krasses Overlay, es ist insane einfach. Bei Firefits ist es mega so. Da steht Your Brainlag Name, musste mal. Brainlag habe ich 70.000 Buttons. Die Leute haben mir gesagt, wenn ich mein Setup umbaue, soll ich mir eine Pappaufsteller in den Hintergrund stellen? Ich könnte mir einfach Lesk in den Hintergrund stellen. Ich stelle mir Bart in den Hintergrund. Dann spielen wir heute Fiveheads, würde ich sagen. Mit richtigen Fiveheads sogar diesmal. Na, weil Chris hat gesagt, ey, ich habe immer Gäste, aber die nerven mich voll, weil die kommen nie auf die richtige Antwort und ich wüsste das immer alles. Deswegen wollte er mal als Spieler mitmachen. Und das ja, ist ja kein Problem, weil ich kann ja auch einfach mal moderieren. Ne? Das ist ja eine Sache, die ich auch oft im Leben mache. Deswegen würde ich sagen, kriegen wir das einfach hin. Und das ja, wusste Matteo gar nicht. Der ist jetzt voll geschockt. Ne? Nee, ich bin voll schockt. Ich spiele heute selber mit. Hä, das ist ja voll geil. Ich hätte auch mal Bock. Ja. 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 Das ist ja mega nice. Ja, sonst ziehen wir nur da und sagst so, nein, nein. Ja, also ne, ihr arbeitet alle wieder daran, die Lösung zu wunderbaren Fragen zu finden, die von der Community gestellt worden sind. Und ich würde sagen, Chris, wenn du nicht noch irgendwas vorher sagen willst, fangen wir einfach mit der ersten Frage an, oder? Und ich würde sagen, wir starten auch mit der ersten Frage. Die ist nämlich schon sehr interessant. Es geht nämlich darum, warum gab Elvis Presley nie außerhalb von Nordamerika ein Konzert? Banger Überleitung. Ja, die wichtigste Frage ist, wusste darf ich schon mal anfangen direkt? Ja, du weißt es auch, oder? Weil Elvis Presley, der hat das PBJ erfunden, ne? Das aha. Peanut, nee, der hat so Peanut Butter und Banana und Bacon auf seinem Toast gegessen. Das wissen die wenigsten Leute. Das ist wirklich, das ist das Elvis Presley Sandwich, glaube ich. Das PBB. Weiß nicht genau, wie man es nennt. Nee, das ist wirklich so Bacon, Banane und Erdnussbutter. Und das hat er in die Pfanne gemacht und angebraten. Und er hatte keinen Bock drauf, nach Europa zu fliegen, weil er gehört hat, dass er da halt einfach keinen Elvis Presley Sandwich kriegt. Weil es in Europa ja kein Bacon gab zu der Zeit. Ja. Richtig. Gab wegen der Portugal-Blockade. Genau. Ich habe eine Frage an Bless. Wie fühlt sich das an, wenn man so viel Scheiße labern muss? Jetzt mal auf der anderen Seite. Viel geiler. Viel geiler, viel oder? Geiler, ja. Manchmal okay, ist Zuhören voll entspannt, aber manchmal will ich auch selber scheiße labern. Ja. Okay, passt auf, ich weiß aber die echte Antwort, weil ich bin großer Elvis Presley-Fan. Sieht man in meiner Frisur ja auch. Ja. Und zwar, Elvis Presley hatte Flugangst und er konnte nur zu Konzerten, die er selber aufgeführt hat, immer per Zug reisen. Und deswegen war nur Nordamerika als Option möglich. Warum hätte er dann nicht mit dem Zug auch einfach nach, keine Ahnung, Mexiko fahren können? Weil da gibt es keine Züge. Wir haben nur Autos. Damals. Das stimmt. Das ist tatsächlich komplett falsch. Das echt? Klang so, jetzt ist voll krass, ich habe die Antwort ja nicht, das klang so einleuchtend. Ich dachte, Matteo hat es voll raus. Das ist bei mir immer so. Das wir haben aber jetzt so einfach, oder? Und ich weiß durch Statcheck, dass wir alle nicht den Elvis Presley-Film gesehen haben. Das stimmt. Hätten wir das mal gemacht. Boah, das hätte ihr es vielleicht sogar gewusst. Ja. Ja. Ziemlich sicher. Wahrscheinlich, also. Ne? Hast du es, Baso? Was, wenn es nicht Flugangst ist, was ja sehr, also wäre ja logisch gewesen, so, ne? Wenn es das gewesen wäre, vielleicht ein bisschen zu einfach, aber hätte ja sein können. Dann, weil er dachte, dass die Leute seine Songs sonst nicht verstehen, weil die kein Englisch können, außer in Nordamerika. Das ergibt Sinn. Der dachte halt, nee, die wollen, also er will, dass die Zuhörer die Message auch verstehen von seinen Songs, ne? Und deswegen hat er das nur in Nordamerika via Konzert von sich gegeben, weil er halt da mit den Leuten connecten konnte, weil... Gibt's noch andere Länder, wo Englisch gesprochen nee. Wird? Nee, damals nicht, nee. Da war das noch nicht so... Ja. Mann, oh. Soll ich dir sagen, so wenig ob die Antwort Elvis, richtig ne? ist, oder? Wann hat denn Elvis gelebt? Also, so ungefähr. So. Wann hat er gelebt? So in den... 50er. 1900. War das nicht 50er, 60er? 50, sowas? 60. Der Dreh? Ich hab keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach geschätzt. Auch also Elvis Presley hat so... Ich darf ja gar nicht googeln, aber ist doch so, oder? Der hat so Mitte vom letzten Jahrhundert gelebt. Ja. Mitte vom letzten Jahrhundert, okay. Ja. Bis so ja, 50, letztes 60, Viertel. Ja. Also da gab's schon Autos. Das ist doch Autos. So genau die Musik, ja. Ja. Ja, okay. Da gab's schon Autos. Gab's überhaupt da schon Konzerte? Waren Konzerte vielleicht verboten? Richtig. Ah, weil Amerika befand sich im Kalten Krieg und Elvis Presley war das Gesicht Amerikas. Das stand für Freiheit,
für wild sein, für das alles, Elvis was... Sandwich. Genau, das Elvis-Sandwich. Gibt's wirklich? Für alles, was Amerika verkörpert hat, stand Elvis Presley. Und die hatten Angst, dass es eine Entführung gibt, dass sie Elvis Presley entführen und ihm seine Haare abschneiden und ihn dann zu einem Kommunisten umerziehen. Das war die Angst. Und deswegen ist er niemals außerhalb von Nordamerika aufgetreten. Das ist auch eine gute Lösung, ja. Das klingt tatsächlich einleuchtend. Es war aber nicht nur zur Zeit des Kalten Krieges. Ne? Also er hat ja lange gelebt. Er hat ja auch lange gespielt. Und er war lange nicht woanders als in Nordamerika. Boah, irgendwas, aber ne, jetzt stelle ich mal so eine Ja-Nein-Frage. Mhm. Es gab irgendwas in Nordamerika, auf das er nicht verzichten wollte. Und deswegen. Im entfernten Sinne ja. Oh ja, ja, das ist gut, das ist gut, okay. Der hatte Angst, in Hotelzimmern zu übernachten, in denen es kein CNN gab. Damals gab es das noch nicht. Nicht? Weiß ich nicht. Aber es liegt nicht daran. Hast du nicht vorbereitet, Bart? Elvis ist ein lieber Kerl. Woher soll ich wissen, ob es CNN damals gab? Aber ich kann dir sagen, das ist eine ganz normale Frage, die zu dem Thema kommen könnte. Da musst du dich vorbereiten. Okay, gab's CNN? Ich gucke noch mal ganz kurz auf meine Vorbereitung. Ja. Die Antwort ist falsch. Shit. Mist. Okay, aber Blesk hat ja schon so einen Hinweis, also so die Richtung. Der wollte auf etwas nicht verzichten, aber es ist nicht sowas, was es ist, es was Physisches, was man anfassen kann. Kannst du machen, klar. Es ist vielleicht ein bisschen weird, wenn du es einfach so anfasst, aber seine Oma. Warum ist es weird, seine Oma anzufassen? Ist nicht der weird. Hat einfach eine alte Oma gehabt oder jemand in der Familie, der einfach krank war und er wollte einfach nie super weit weg. Weil er Angst hatte, dass die Person nicht mehr lange lebt und er halt sich um die Person kümmern musste. Und deswegen hat er gesagt, nee, ich sehe es nicht ein, dass ich so weit wegfliege. Damals waren Reisezeiten noch viel länger, ne? Mhm. Und da hat er gesagt, nee, ich bleib einfach in einem Umfeld, wo ich schnell wieder zu der Person zurückfahren kann, ne? Damit ich mich um diese Person kümmern kann. Also es ging um eine Person. Ja. Das bestätige ich auf jeden Fall. Es ging um eine Person. Es ging nicht um die Seine Oma. Mutter. Auch nicht. Sein Vater. Auch nicht. Sein Großonkel. Richtig. Was? Das ist falsch. Nein. Sein Sohn. Sein Sohn. Welchen? Der uneheliche Sohn. Nee. Hatte der Kinder? Scheiße, man war es genauso gut wie Wesk in diesem Verarschen. Ja, natürlich. Warum? Es ging nicht um seinen Person. Sohn. Es ging auch nicht um ein Familienmitglied. Er hatte Angst vor einer Seine Person. Geliebte. Eins von beiden ist korrekt. Keins von beiden ist korrekt. Scheiße. Ist es auf dem Bild hinten Sif, Bart? Ja. Cool. Cool. Nur fragen. Okay, gut. Kannst du Sympathiepunkte holen, ja? Lenke, ja, wir hatten ein Ja geantwortet. Mein erstes Jahr heute. Okay, also, es ging um eine Person. Hatte er starke Gefühle für diese Person? Bestimmt, weil ansonsten wäre er nicht für sie in Nordamerika geblieben. Sie? Also die Person. Ah, nein, ist es eine Frau? Nein. Shit. Oder? Ist es ein Hund? Oh, ein Tier. Ja, jetzt kommen wir der Sache überhaupt nicht auf die Spur. Er durfte das Tier nicht mit dem Flugzeug nehmen. So. Genau. Das er hat gesagt, nee, vorbei. Gelöst. Geil, ich Mann. Nächste Frage. Spiel nur, der hat so schlimme Bühnenangst, Elvis, wissen die wenigsten. Der musste immer sein Tier dabei haben. Der hat einen Hund, ne? Ich weiß gar nichts über Elvis, tut mir voll leid. Aber er hat einen Lama und das Lama, das musste er immer dabei haben. Bevor er gespielt hat, hat er sich von dem Lama ins Gesicht spucken lassen. Ich weiß nicht. Ja, genau. Für die Frisur, das ist Gel. Weißt ja, du, für die Haare. Richtig, absolut richtig. Ja. Linda, was hältst du von dieser These? Nee, das ist falsch. Das war kein Lama, das war ein Goldfisch tatsächlich. Ja. Weil der war halt auch im Wasser und dann konnte der halt nicht ins Flugzeug und so, der Goldfisch. Ja. Der hat den Goldfisch immer im Mund gehabt während den Auftritten, weil sonst Elvis war der Junior. Weil es gab noch keine Gefäße, in denen man Goldfisch halten konnte. Man musste die Goldfische immer im Mund halten und deswegen. Ja. So wie bei diesen Videos, wo man nicht lachen darf, sonst spritzt man Wasser, ne? Der hat so einen Mund voller Wasser gehabt. Ja. Okay, also ich habe vorhin schon gesagt, es geht um eine Person. Okay, lass wieder zurück. Ah, es geht nicht um Tier, schade. Richtig. Okay. Welche Personen sind denn für einen Künstler in diesem Ausmaß? Ja, sein Lehrer, seine Muse. Gesangslehrer. Er hatte eine Muse. Führt die Thesen gerne weiter aus. Sein Gesangslehrer. Das ist
Viel mehr, als du vorher gesagt hast. Gut, das weiter aus. Naja, hat jemanden, der war seine Inspiration, sein Vorbild und sein Lehrmeister. Und ein Lama. Nee, war kein Lama. Ah, nein. Ich weiß es. Und zwar sein Arzt. Er hatte eine Krankheit, von der die wenigsten nur wissen. Diabetes. Und er musste, genau, und er musste immer einen Arzt mit dabei haben, der sich um ihn kümmert. Und dieser Arzt konnte aber nur innerhalb von Nordamerika praktizieren. Und warum? Weil in der Lizenz. Weil dieses Medikament, was der Arzt verabreicht hat, auch nur in Nordamerika hergestellt wurde. Smart. Nein. Schade. Das war auch nicht der Arzt. Es ist tatsächlich auch kein Arzt, aber trotzdem Scheiße. Ist es interessant zu hinterfragen, warum diese Person, um die es geht, nur in Nordamerika geblieben ist. Hatte die keinen Pass, durfte die einfach nicht aus Amerika raus, weil er sonst nicht wieder reingekommen wäre. Das ist eine interessante These. Und wer war die Person? Che Guevara. Che Guevara, ja. Lenin. Ja. Weiß ich nicht. Mit dem hat Elvis ja bekanntlich sehr viel gemacht zusammen, ne? Ja. Vielleicht war es der damalige Präsident. Wer war das? Nixon? Wer war der Präsident? Und warum war Elvis mit dem so dicke? Naja, weil die beiden Lamas mochten. Genau, die wollten. Die waren beide im Lama-Club. Also warte noch mal ganz kurz. Also die Person, die war immer dabei, bei jedem Konzert, und die waren nicht verwandt. Und die waren nicht verliebt. Also weiß ich nicht, ob die verliebt waren. Und es war nicht sein Arzt. Sein Koch? Richtig. Auch nicht. Oh, das ist aber gut. Koch. Friseur! Ihr seid alle sehr abgehoben, ne? Hä, warum? Das ist sein privater Koch, sein privater Friseur. Ja, das ist Elvis Presley, Elvis Presley. So. Hä, hallo? Als ob die das nicht alles haben. So. Ja, das war der berühmteste. Ich wette, das war so sein Mental Coach, der ihm so eingeredet hat, ah ja, nee. Okay, ich stelle euch mal eine generelle Frage. Ich glaube, die hilft euch sehr. Das war einfach ein Kumpel von ihm. Habt ihr Ahnung von Musik? Nee. Ja. Habt ihr Ahnung von Konzerten und Künstlern? Ja, insane. Ja. Viel Ahnung. Okay. Catering. Sein Koch. Sein Koch ist nicht, aber Catering. Es war sein Vocal Coach und er hat gesagt, wenn du dich in ein Flugzeug setzt, dann reißen deine Stimmbänder. Deswegen kannst du nicht aus Nordamerika rausfliegen. Naja, er hatte halt hatte natürlich eine Band hinter sich. Das ist natürlich Elvis Presley, aber der hat ja Leute, die Instrumente spielen für ihn. Und da war jemand dabei, der konnte halt nicht aus Amerika raus, weil er Probleme mit dem Pass gekriegt hatte. Ich sehe es. Matteo hat es. Ja. Nee, ich wollte vom Blitz gerade sagen, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Ach so, scheiße. Es ist niemand, der Instrumente für ihn spielt. Es ist die wichtigste Person für jeden Künstler. Seine Gitarre. Der Künstler selbst. Sein Lama. Hat einen Klon von sich selbst. Nein? Die wichtigste sogar Person sehr wahrscheinlich von auch. Jedem Künstler. Vielleicht nicht Matteo. Die haben das auch? Vlesk und Barso hat das ziemlich sicher. Ein Manager, sein Manager. Ja. Der Manager. Ich habe auch keinen Manager. Ich habe auch keinen Manager. Niemand braucht einen Manager. Nee, natürlich hast du einen, Christian. Echt? Ja. Wer ist der Manager? Stimmt, ich habe einen Manager, Ist recht. Ich bin sein Manager. Okay, Matthias, also fass die Story gerne nochmal für mich zusammen und auch für die Zuschauer, damit es nicht so verwirrend ist. Ja. Also, Elvis Presley konnte Nordamerika niemals verlassen, da sein Manager immer dabei sein musste. Und der Grund dafür, dass sie nicht ausfliegen konnten, war, weil sein Manager illegaler Einwanderer war und er hatte keinen Pass. Richtig. Und deswegen. Ja! Echt jetzt? Ja. Ja, wenn der einmal rausgegangen wäre, der wäre nicht mehr reingekommen. Genau so sieht es nämlich aus. Tom Parker hieß der gute Mann, war Elvis Presleys Manager. Ne? Der ist 1929, also recht früh, illegal von den Niederlanden nach Amerika gekommen. Und weil die Angst hatten, dass er nie wieder zurück darf, wenn er einmal außerhalb ist, haben sie nur Konzerte innerhalb von Nordamerika gegeben. Einfach. Las Vegas halt mega oft und so. Es gab irgendwie eine Ausnahme, wo die einmal in Kanada waren. Aber ja. Einleuchtend. Das war schon sehr krass. Ey, ist er ja von alleine drauf gekommen praktisch. Ja. Das war richtig strong. Ich muss mir mal irgendwie den Elvis Presley-Film jetzt mal angucken. Ja, ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da irgendwie thematisiert wird. Bestimmt. Oder? Also wenn es da nicht thematisiert werden würde, wäre es ja strange. Dann ist es ein schlechter Film. Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich hoffe auch, dass die nächste Frage thematisiert wird, weil das wird den Film bestimmt noch besser machen. Was ist ein Paarungshelfer? Das ist sowas wie ein Linda. Das ist Gino. Gino ist das. Was, Linda? Wie ein was? Nee, Linda, fang du mal an. Achso. Achso, Linda ist nicht deine Antwort. Okay. Ja, nee. Paarungshelfer ist sowas wie ein Tierpfleger.
Aber der ist spezialisiert darauf, zum Beispiel so vom Aussterben bedrohte Rassen miteinander zwangs zu verpaaren, damit die sich weiterhin fortpflanzen und weiter bestehen. Und die sind manchmal halt so, ne, die sind ein bisschen blöd so. Das Männchen hat keine guten Flirtsprüche, das Weibchen hat hohe Ansprüche. Und dann alleine geht's nicht. Und dann brauchen die den Paarungshelfer. Der stellt sich dann dazwischen und der, ne, vermittelt zwischen den Fronten. Steckt vielleicht irgendwelche Dinge da rein, wo sie hingehören. Man weiß es nicht. Er hat Handschuhe an, keine Sorge. Und ist halt der Paarungshelfer, ne? Der ist quasi so ein Fluffer, ja, aber für so Tiere. Eine. Richtig. Nein! Ja. Das ist illegal. Aber ja, das welchen, ist es, oder? Bei welchen was Tieren ist das so? Bei Pferden. Bei Pandas. Pandas. Bei Pandas, Pandas? Ja. Bei Pandas ja, gibt es das auch tatsächlich, dass man denen hilft, dass die Sex haben, damit die sich weiter vorpflanzen, weil die zu dumm sind. Das ist aber kein Paarungshelfer. Scheiße. Hat der trotzdem sehr gute Antwort. Ja, finde ich auch. Ich dachte, das war die Antwort. Ich habe viele Tierdokumentationen gesehen. Ja, aber ist der Paarungshelfer, hat er überhaupt was mit Tieren zu tun? Willst du das wirklich wissen? Ja. Ja, dann rat noch ein bisschen und dann sage ich es dir vielleicht. Aha, also keine Ja-Nein-Antwort. Das gibt uns nichts. Ich krieg gar nichts. Ich will zumindest das ist mal viel eine strenger These als von ich, Matteo ne? hören. Ja, ich dachte auch, dass es, kennt ihr diese, wenn so ein Pferd, was so $1 Million wert ist, unbedingt mit einem anderen Pferd und dann kommt dann jemand und hilft dann so beim und dann aber, dann nehmen die den und dann machen die in so eine Flasche und dann verkaufen die das. Ja. Aber was ist wenn das? Der Paarungshelfer noch einen Schritt weiter geht? Pass auf, du hast ein Pferd, ne, das ist so absolut reinrassig und ne, so ein schwarzer Hengst, so ein Destrier oder so. Mega starkes Pferd, kurze Beine, so kannst du einen Krieg reiten mit. Wie ich. Quasi. Wie Matteo. Ja, so wie Matteo. So ein Hengst mit kurzen Beinen. Und jetzt wollen die natürlich aus diesem schwarzen Destrier, wollen einen Fohlen haben, das dann auch irgendwann majestätisches, großes, schwarzes Pferd wird. Der Paarungshelfer, der hat jetzt so eine Kartei, der hat da alle Pferde aus der Nachbarschaft drin. und das ist wie darüber Tinder hinaus. Für Pferde. Und der ist Tinder für Pferde quasi oder für Tiere generell. Der sucht quasi das beste Match raus, um aus Pferd A und Pferd B so das Überpferd zu züchten. Na, heißt Pfinder, oder? Pfinder. Pfinder, genau, ja. Ja, für Pferde, ja. Ja. Okay, das ist es, Paarungshelfer. Oder? Da gibt's doch diese Werbung. Ich Paarungshelfe jetzt. Ich Paarungshelfe jetzt, ja. Es hat nichts mit Pferden und nichts mit Tieren zu tun, tatsächlich. Es hat nichts mit Tieren zu tun. Okay. Ja. Schade. Also, Paarung. Wo gibt es Paare? Sind wir im weitesten Sinne in der Memory. Natur, in der Biologie? Sind wir in der Biologie? Also im weitesten Sinne bestimmt, aber im eigentlichen Sinne definitiv nicht. Sind wir nicht im weitesten Sinne überall immer bei der Biologie? Richtig. Nee, wenn man mit Steinen und so, was wenn es zwei Steine sind? Dann ist es immer noch Biologie. Nee, hä, was Steine sind Geologie. Doch keine Biologie. Biologie ist die Lehre des Lebens und ein Stein lebt nicht. Das verletzt die Gefühle des Steins. Ja. Eine Bioleistung, hallo? So, also wir sind bei Lebewesen, ja? Wir sind bei Lebewesen. Nee. Hä? Das ist ja nicht Biologie. Sind wir bei der Bestäubung von Blumen? Also wir sind gerade auf Twitch. Und es hat nichts mit der Bestäubung von Blumen zu tun. Ja. Das wäre ja auf jeden Fall Biologie. Wenn er sagt, im weitesten Sinne, ja, dann ist es nichts. Ja, weil er hätte uns ja auch bambuseln können. Nee, dann würde ich dann wieder gefeuert. Okay. Sind wir in der Psychologie? Auch nicht. Ich glaube, das hat mehr mit eurem Alltag zu tun, als ihr denkt. Paarungshelfer. Ah, okay, also. Das ist, wenn so. Also, es ist Physik. Und zwar, es gibt den Paarbildungseffekt. Das ist, wenn ein hochenergetisches Gammaphoton in die Nähe von einem sehr schweren Kern kommt, dann kann es ab einer bestimmten Energie von 1024 KeV zu einem Paarbildungseffekt kommen. Dann wird aus dem einen Gammaphoton wird ein Positron und ein Elektron. Und die strahlen im Winkel von 180 Grad auseinander. Und das benutzt man bei Gamma-Kameras, um zum Beispiel im Gehirn Areale nachzuweisen, in denen viel Zucker verbraucht wird, weil man die So, ist es das? Geht das noch weiter? Also, ich wünschte, die Antwort wäre richtig, weil die war echt gut, aber sie ist leider falsch. Pass auf, wir sind in Indien. Richtig. Wir haben Matchmaker quasi. Wäre es auf Englisch. Wir haben hier, wie nennt man es?
Zwangsehen. Ich wollte auch Zwangsehen sagen, aber ist es Zwangsehen? Nee, ist hier es so, nicht. Nee, nicht Zwangsehen. Hier dieser Alinda, wir haben noch was geguckt hier. Ja, ich wollte gerade fragen, war das nicht sogar das, was wir geschaut haben? Es gibt so in Indien so, ja, bei uns war das in dem Fall eine Frau, die hatte so, also Kontakte zu jedem. Und dann hat die so Karteikarten von Menschen geführt halt, die verheiratet werden wollen. Und hat die halt gematcht, je nachdem, was die suchen und was gut passt und so. Und die war so ein Matchmaker halt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach jetzt übersetzt wäre zu Paarungshelfer. Ja, so aber arranged, Matchmaker war das, glaube ich. Arranged marriage. Ja. Marriage. Klingt auch einleuchtend, aber ich habe euch ja gesagt, es hat mehr mit eurem Alltag zu tun, als ihr denkt. Wo seht ihr denn oder wisst ihr denn überall gibt es Paare? Auch nicht. Ja doch, ich kenne euch gut. Also ihr seid ja normale Menschen. Schuhe. Auch? Socken. Okay, Handschuhe. Das ist jemand, der sortiert Socken für einen. Ja. Wir sind im Bereich Textilien, schon. Oder? Ja. Ja! Ja. Ja! Okay, es sind aber keine Socken. Es sind keine Socken, keine Schuhe, keine Handschuhe. Es sind keine Socken, per se. Es sind Strümpfe. Aber warum würde man einen Strumpf als Paarungshelfer bezeichnen? Das möchte ich wissen. Nein. Du brauchst den Paarungshelfer, Alltag. Um die richtigen Paare Strümpfe zusammenzubringen. Das ist nämlich ein Problem. Also immer, wenn du eine Waschmaschine machst, geht dir ein Strumpf verloren. Ja. Weil der immer in diesem Ring drin ist. Und dann hast du ganz viele verschiedene Paar Socken, aber die kann man trotzdem zusammen machen und anziehen, aber die müssen halt gematcht werden. Das heißt, du ziehst dann einen bordeaux-roten Strumpf mit einem hellblauen an, weil die Farben passen gut zusammen. Und das ist der Paarungshelfer. Genau. Nee, ne? Nicht ganz. Aber willst du deine Socken einmal kurz zeigen, um zu sehen, ob du einen Paarungshelfer benutzt hast oder nicht, Matteo? Ach, nicht auf Twitch. Nicht umsonst. Oder ist ein Loch in dem einen? Das habe ich gesehen. Da ist ein Loch in dem einen. Ich habe sogar Stoppersocken an. Ich habe es geschafft, Chat. Der war für euch. Ja, habe ich alles. Löcher, nice. Keine Löcher. Es geht nicht darum, die Socken danach irgendwie richtig zu paaren oder so. Aber Matteo war schon auf einem sehr guten Weg. Es war schon sehr, sehr close. Aber wir sind nicht bei Socken. Doch, ihr seid bei Socken. Ach so, es sind Socken. Wir sind aber bei Socken. Die Socke ist kein Paarungshelfer. Ja, der Paarungshelfer ist was anderes. Was macht denn der Paarungshelfer? Ja, der sortiert die Socken. Nee. Warum? Weil er was anderes macht. Der Paarungshelfer, wir sind bei Socken. Was ist das große Problem mit Socken? Matteo hat es ja schon gesagt. Löcher. Nein, eine geht verloren. Eine fehlt. Ja. Dass eine verloren geht, ja. Und der Paarungshelfer, das ist so. Das ist so eine Ersatzsocke. Nein. Ja, Matteo? Und zwar, es gibt bei Handschuhen, gibt es ja diesen kleinen Clip, dass man so zwei Handschuhe immer zusammenklippt, damit man die nicht verliert. Und es gibt bei Socken dasselbe, das ist so eine kleine Schlaufe. Und damit kann man einfach die Socken, bevor man die in die Waschmaschine macht, so zusammen verbinden, dann wäscht man die und dann, wir haben noch beide. Das ist es, oder? Oder es ist es an dem Wäschetrockner, wenn man die aufhängt, die Wäsche, dann sind da so Clips dran, da kann man so zwei Socken immer nebeneinander hängen. Das ist auch geil. Das sind auch Wäscheklammern tatsächlich. Aber Matteo hat vollkommen recht. Es ist genau das, was Schade. Matteo gesagt hat. Hey. Glückwunsch, ja, Matteo. Ich wusste, dass es sowas gibt. So sieht das Ganze aus. Yes. Paarungshelfern sind so ganz besondere Klammern, die dafür sorgen, dass beim Waschen die Socken zusammenbleiben und die dann nicht danach nochmal suchen und zusammen mixen müsst und so. Das brauche ich. Oder wie ich, einfach nur die gleichen Socken kauft, damit ihr immer alle mixen könnt. Ja. Ich mix und match die dann einfach. Ich bin so eine weiße und eine schwarze Socke oder so. Oder eine kurze und eine lange. Ja, bei mir ist auch alles. Ich nehme einfach Socken. Mir ist egal, welches sind, weil es scheißegal ist. Ja, ich wach auf und dann denke ich so, heute würde ich gerne weiß und rot zusammentragen. So. Ah, du machst mit Absicht. Manchmal, wenn ich keine Lust habe, eine andere rauszusuchen, dann. Ja, verstehe ich. Mutig. Ja, Socke sieht man nicht, so wie ich Schuhe anhabe. Doch, aber auf Twitch gezeigt, dann sind da Löcher drin. Ist voll peinlich. Ja, hast ja recht. Kennst du das? Ja. Da habe ich aber guten Tag erwischt heute. Gut. Bei der nächsten Frage geht es tatsächlich um ein Thema, was Chris schon kennen könnte. Ne? Meinte die gute Carla vorhin zu mir. Deswegen, wenn du das weißt, Chris, dann halte ich gerne zu. Okay, ansonsten ist die nächste Frage, was passiert bei einer BH-Prüfung? Also ich gehe stark davon aus, dass kennt BH... Christianos? BHs, glaub nicht, oder? Woher? Woher soll Christian BHs kennen? Weiß ich auch nicht, Matteo. Keine Ahnung. Matteo, guck mich an. Achso, okay, na gut.
Ich dachte, die öffnet sich von selbst. Und woher kennst du denn BH? Ey, es klingelt, aber okay. Ich kenne die Lösung nicht, aber ich glaube, ich habe das schon mal gelesen. Aber ich. Okay. Ich würde also, trotzdem jetzt nicht die Lösung sagen können. Aber ich halte mich zurück. Ich gehe stark davon aus, dass BH nicht für Busenhalter steht, oder? Sondern? Für bilingualer Hodenstau. Okay. Nehmen wir das mal auseinander. Bilingual heißt bilingual, zwei Sprachen sprechen. Ja. Und Hodenstau ist was genau? Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay. Aber war gestaut, weil die zwei verschiedene Sprachen gesprochen haben und genau. Deswegen nicht mehr miteinander weiterkamen. Genau, das ist, wenn der linke und der rechte Hoden, verschiedene Sprachen sprechen, das ja. Kommt bei eineigen Zwillingen, wenn die Mutter aus Kolumbien, der Vater aus Portugal kommt und dann. Ja, nee, keine Ahnung, was steht BH? Also steht nicht für Busenhalter, oder? Ich will jetzt nicht Metagamen oder so, aber der Fakt, dass Christian das vielleicht kennt, hat das vielleicht auch was mit Boxen zu tun? Nee, ich kenn's vielleicht, weil das wahrscheinlich schon mal in der Sammlung an Fragen drin war, die wir genommen haben und die haben sie aber wieder reingemacht. Sprich, ich glaub, vielleicht war das so eine. Ich habe die schon mal gesehen tatsächlich in dem System, aber ich kann mich nicht an die Lösung erinnern. Das ist gut, dann kannst du ja mitraten. Ja, wenn wir in eine richtige Richtung gehen, dann wird's mir wieder einfallen, 100 Pro. Na dann geht mal in die richtige Richtung. Oder in überhaupt eine. Außer okay, Hodenstau. Dann. Okay, ich fange mal an, okay? Wir sind in der Chemie. Wir sind in der Chemie. Ja. Und es gibt da den pH-Wert. Aber jemand kann einfach das P nicht richtig aussprechen, weil der unterhalb von dieser Linie ist, über die wir in der ersten Folge mal gesprochen haben. Genau. Der ist unterhalb so einer Dialektlinie. Genau. Der sagt statt. Vergessen, wie die hieß, aber da war ich dabei. Irgendwie Benrater-Linie? Ja. Benrater-Linie? Ja. Oh, Alter, du hast ein krasses Gehirn. Ja. Ich bin super. Wie heißt er? Super. Wie heißt er? Super Recognizer. Achso, fürs Gehirn. Ja, für BHs. Für BHs, ja. Richtig. Okay, das ist es nicht. Nee. Schade. Ist diese Art von Prüfung so irgendwas Sportliches, um es in Richtung Sport geht? Ja, könnte man schon so sagen. Sport? Auf jeden Fall was mit Bewegung und so zu tun. Mit Bewegung. Ah, ich weiß es. Und zwar, BH-Prüfung steht für Bushaltestellenprüfung. Und zwar, wie weit ist die Distanz zwischen zwei Bushaltestellen? Wie weit die auseinander sind maximal? Und da wird einfach dann der Normbürger genommen. Und wenn der nicht von der einen Bushaltestelle zur nächsten kommt, ohne komplett zusammenzubrechen, dann ist die Distanz zu weit, dann muss dazwischen noch eine gebaut werden. Wie sieht so der Normalbürger aus, der Durchschnittsbürger? Wie ich. Boah, das dauert aber lange. Also da können wir eine Menge Abstand lassen zwischen den Bushaltestellen. Nee, ich habe so eine scheiß Kondition. Also wenn es an mir ginge, alle 100 Meter eine Haltestelle, mindestens. Okay. Glücklicherweise geht es bei der Prüfung aber nicht um Bushaltestellen, also brauchen wir auch nicht alle 100 Meter eine neue bauen. Haben wir schon gefragt, ob BH für Busenhalter steht oder steht es für was anderes? Matteo hat nur gesagt, es steht nicht dafür. Okay, aber. Warte, es steht aber dafür oder was? Steht es für Büstenhalter? Auch nicht. Okay. Dann steht auch nicht für Brusthalter. BH steht doch für Büstenhalter, oder nicht? Also ich dachte, normalerweise. Busenhalter? Nee, nicht Busenhalter, Büstenhalter. Aber ist das nicht dasselbe eigentlich? So. Busenbüsten. Ja, ich also, sag jetzt normalerweise also im Alltag nicht so, eine wow, Büste, guck eine dir mal Büste, diese Büsten an. Eine Büste ist normalerweise so eine Figur von einem Kopf bis hier. Ne? Das ist was anderes. Okay. Ist halt damit okay, nicht steht es da? Nee, nein, steht nicht dafür. Okay. Nee. Du hattest mit, ja. Ne? Linda hat schon gesagt, es geht Richtung Bewegung irgendwo oder Sport. Oder so. Okay. Also ist es eine Prüfung für eine Behörde, für Beamte? Welche Beamten werden da geprüft? Zum Beispiel Zollbeamten. Also wir hatten letztens hier Salzwehr, kennt ihr den vielleicht? Ist ein Forz-YouTuber. Und der arbeitet beim Zoll und der musste eine Sportprüfung machen, bei der er zum Beispiel aus dem Stand 30 cm hochspringen muss. Ist es sowas in die Richtung? Ich glaube, es wird auch gesprungen, aber es ist nicht für Beamte oder Leute. Um beim Zoll zu arbeiten, brauchst du eine Sportprüfung? Ja, weil das ist, du bist wie so ein Polizeibeamter. Du musst halt, zum Beispiel, wenn jemand so ein Kilo Kokain schmuggelt, der rennt weg, dann musst du dem hinterher rennen. Und dann, wenn der über und auch mal 30 Zentimeter hochspringen.
Genau, weil die springen dann meistens über Hindernisse und die sind 25 cm hoch. Und dann kann man die nicht verfolgen. Jetzt macht Sinn, na klar, jetzt wo du es erklärt hast. Jetzt. Ja. Klaro. Mann, Leute, wo kommt das aus Hollywood. Ja. Das ist, wenn jemand sich als Filmexperte ausgibt, dann wird geprüft, ob der Ben Hur gesehen hat. Die BH-Prüfung. weil Ben Hur, der Film ist, der hat Ben Hur am meisten Oscars gewonnen, ja, oder? Unter anderem. Ja. Ja, und wenn die das nicht gesehen haben, wissen die sofort, ach, Fake. Raus. Hat damit leider auch nichts zu tun. Das hat auch nichts mit dem Kino zu tun. Auch wenn ich glaube, man sollte immer diesen Test ablegen, wenn man sagt, man hat viel Ahnung von Filmen. Aber ich gebe euch noch einen Tipp, es hat auch nichts mit Menschen zu tun. Oh. Sport, aber nicht mit Menschen. Ja, mit Bewegung. Bewegung, aber nicht mit Menschen. Und auch mit Springen. Bewegen und springen. Tiere. Mhm. Hunde. Hä? Nee, nicht Tiere. Das ist. Doch, Tiere. Dann kenne ich ja die Lösung gar nicht. Ja, dann kennst du die auch nicht. Das ist gut eigentlich dann, oder? Ja. Ist es alles was mit Hunden zu tun? Das hat es. Doch. Okay, es ist die Besitzerhundeprüfung. Ja, die Besitzerhundeprüfung. Was wird da geprüft? Ob der Besitzer mit dem Hund, also ob der Hund dem Besitzer hörig ist und so Sportdinger machen kann, so springen und sowas. Das ist wie so eine, kann der gut hören? Prüfung. Ist tatsächlich. Vielleicht ist es das, wenn. Kennt ihr das, wenn, wenn man so Videomaterial sieht von so einer Hundeshow? Und dann geht der Prüfer immer so vorbei und hebt so den Schwanz hoch und guckt so aufs Arschloch. So ganz merkwürdig. Ja, der guckt auf die Statur. Was für Videos guckst du denn? Hä? Die gucken immer, die heben diese den Schwanz hoch. Ja, dann gucken die auf die rein. Statur. Ob der das ist der Paarungshelfer, der das macht. So. Das ist anders. Ja. Wofür steht denn dann BH, Blesk? Bellos Hinterteilprüfung. Warum? Warum? Weil der erste Hund, der geprüft wurde, damals Bello hieß. Bello, ja. Okay. Es ist nicht die Besitzerhundeprüfung, aber es ist trotzdem die richtige Antwort, die Matteo gegeben hat. Es geht darum, den Gehorsam und das Verhalten von Hunden zu prüfen, denn es ist die Begleithundeprüfung. Ah. Und die sieht so aus. Da muss man mit dem Hund zum Parcours ablaufen, gucken, dass der Hund halt. Ja, das habe ich nie gesehen. Backflips macht, krasse Moves bringt. Ja, apportieren und so. Es gibt dann auch so olympisch auf Zeit. So. Ja, gibt es. Ja, habe ich schon mal gesehen. Doch alles olympisch, oder? Der olympisches Gehen. Das stimmt, ja. Und das ist auch wichtig, ne, dass vorher immer der Schwanz angehoben wird und zu gucken, dass alles stimmt und passt. Damit er nicht irgendwie so ein, ob der getuned ist, gucken die da, ob der Abgasrohr. Richtig. Ja. Dass auch einfach alles sauber ist. Ne? Das ist halt auch einfach wichtig, dass da jetzt nicht irgendwas dran ist. Und deswegen kommen wir auch zur nächsten Frage. Da geht es nämlich darum, beim Thema Sauberkeit, was ist ein Persilschein? Das könnte Chris vielleicht auch wissen. Aber wenn ich das wissen könnte, dann sollen wir die Fragen, also ich weiß nicht, wie viele Fragen wir haben, aber wir sollten wahrscheinlich die nehmen, die ich nicht kenne. Aber Persilschein sagt mir auch nichts. Das waren die beiden. Das waren nur die beiden, wo Carla gesagt hat, könnte sein. Dass wenn sie nichts sagt, kannst du einfach mitraten. Richtig. Ja, da habe ich nur andauernd so das Gefühl, ich könnte schnell drauf kommen, weil ich die Lösung schon mal gelesen habe, ich weiß es halt nicht. Nee, wenn du es nicht weißt, ist doch gut. Dann sag mir doch einfach, was ein Persilschein ist. Fang doch einfach an. Ja, es hat nichts mit Persil zu tun. Bist du sicher? Aber was ist Persil denn so? Persil? Das habe ich noch nie gehört, außer als Waschmittel. Kommt Persil nicht aus dem Griechischen und ist irgendwie Persil ist irgendwie so der Gott der Reinheit oder sowas. Und dann dadurch kommt auch der Name von Persil, von dem Waschmittel. Und der Persilschein ist, in der griechischen Mythologie wird geschaut, ob du, wie schmutzig du warst in deinem Leben, ob du sauber genug bist, um in den Himmel hinaufzufahren. Und dann gucken die so, du hast geklaut, du bist schmutzig, darfst nicht in den Himmel. Das ist es, das ist dann der Schein, den man bekommt. Also der Gott heißt nicht Persil, sondern Perseus. Genau. Das ist ein kleiner Unterschied, das ist nicht schlimm. Das, was du gesagt hast, ist schon, es ist ja schon, ne, Himmel und so ist ein sehr großes Ziel. So weit geht's nicht, aber es hat trotzdem was mit Reinheit zu tun. Ja, das kriegt man einfach, wenn man sich die Hände brav wäscht. Nachdem man auf Klo war. Wo kriegt man den? Das ist so, wo man den kriegt? Ja. Weiß ich nicht, vielleicht in Ländern, wo Hygiene noch nicht so gelehrt wird, benutzt man das so, um Leuten so beizubringen, so nahe zu bringen,
dass Krankheiten sich übertragen, wenn man sich nicht brav wäscht, so Hände wäscht und dies und das. Na, so, weiß ich nicht. Uganda und sowas zum Beispiel. Oder Offenbach. Offenbach, ja, Gelsenkirchen. Genau, und dann kriegt man den Persilschein, wenn man sich brav die Hände gewaschen hat. So Kinder. Ah, so einfach ist es auch wieder nicht, so einen Persilschein zu bekommen. Mist. Hast du eine Idee, Linda? Außer Daumen hoch. Hatten wir gesagt, dass es was so mit Sauberkeit und Reinheit zu tun hat? Oder ja, war das komplett verworfen? Habt ihr gesagt, es ist weniger die körperliche Reinheit als das, was Matteo meinte? Nee, mir fällt nichts an. Das ist nicht schlimm. Das ist das. Also, geht es um Schuldfreiheit? Ja. Achso. Schon. Ich glaube, es geht um. Also ist der Persilschein das Pendant zu unserer wie so Buße tun und wie so ich nehme dir die Beichte ab? Es ist nichts Religiöses. Nichts Religiöses. Was ist, wenn man im Knast ist? Man ist im Knast und der Persilschein, das ist quasi umgangssprachlich, das ist ein besonders folgsamer Sträfling, der dann vielleicht früher entlassen werden kann oder der vielleicht mal Gartenarbeit machen darf oder so, weißt du? Der kriegt den Persilschein. Wie gesagt, so, du bist ein guter Persilschein und dann darf der im Garten draußen arbeiten oder auf dem Dach. Das ist tatsächlich teilweise richtig. Teilweise richtig. Es hat was mit Straftätern zu tun, aber ganz bestimmt. Ganz bestimmte Persilschein. Ach, das sind die Leute, die die Wäsche machen dürfen. Würde Sinn ergeben. Die waschen die Gefängniswäsche. Würde Sinn ergeben. Und das dürfen nur die Leute, die sich gut benehmen, weil die anderen sonst das Waschmittel essen und sich selbst damit. Das war dann, wo die Tidepod-Challenge damals entstanden. Ja. Stopp. Es gibt wirklich so Leute, die haben so Küchendienst und dann nehmen die dann wirklich nur Leute, die sich benehmen können, weil da müssen die ja mit Messern und so arbeiten. Ja. Und das dürfen dann nicht alle. Ja. Mhm. Habt ihr Prison Break gesehen? Geil. Ja. Vor 20 Jahren. So alt bist du schon, Lena. Ja. Krass. Also, ich weiß das nicht mehr. Also es geht um Straftäter, um eine besondere Art Straftäter, die diesen Schein bekommen für gutes Benehmen. Ja. Ist es, wenn sie aus dem Gefängnis schon wieder raus sind oder im Gefängnis? Wenn sie schon wieder raus sind, sag ich mal. Mhm. Ja, okay. So, ist es für besondere, gute Wiedereingliederung in die Gesellschaft? Oder wenn... Ja? Ja, geht weiter. Oder wenn... Scheiße. oder wenn sie halt so gemeinnützige Arbeiten vollführen. So, oh, der hat jetzt einem anderen Straftäter auch wieder geholfen, auf die Beine zu kommen. Oder der hat Autobahnen sauber gemacht, weil da lag Müll. Was? Also, es hat schon was mit so der Rehabilitierung zu tun. Es geht um eine ganz besondere Art von Straftat. Das ist noch sehr wichtig, das fehlt noch. Diebstahl. Die ist sehr speziell. Du hast gerade Autobahn erwähnt. Es geht um Autobahnraser, so Verkehrssünder. Nee, denk nicht direkt an Autobahn. Das vielleicht führe ich dich damit auch zu sehr in die Irre. Das ist schon eine Weile her, dass es diesen Persilschein gab. Fahrerflucht! Es gibt um Leute, die zu schnell gefahren sind. Ja, es ist eine Weile her, dass die Leute... hat das was mit Kutschen zu tun? Mhm. Wenn man ihn überfahren hat. Mhm. Aus Versehen. So, ne? Das mit Autobahn war kein guter Tipp, weil ihr werdet diesen Bogen nicht kriegen. Doch, den kriegen wir. Es geht um Leute, die die ganze Zeit so manisch Autoreifen zerstochen haben. Mhm. Es hat was mit Autos zu tun, oder was? Mhm. Die Autobahnen an sich waren... Hitler hat die Autobahn gebaut. Das ist welche Straftäter waren es dann? NS. Die haben für das Dritte Reich hier für die Nationalsozialisten gearbeitet und dann wurden die verurteilt und dann waren die im Gefängnis, dann kamen die wieder raus. Und wenn die sich besonders eingesetzt haben für Menschenrechte und wieder Eingliederung und blablabla, dann haben die einen Persilschein bekommen, der sie komplett reinwäscht von ihrer NS-Zeit. Matteo ist heute insane, ne?
Wäre krass, wenn das jetzt nicht die richtige Lösung wäre, aber ist es. Aber ist es. Wirklich? Yeah. Es ist die richtige Lösung. Der Persilschein war praktisch die Bestätigung, dass nationalsozialistische Straftäter wieder sich integrieren konnten und reingewaschen waren. Der sah dann so aus. Der Persilschein. Damit konnten die halt zum Beispiel sich eine Wohnung suchen oder ein Geschäft aufmachen oder sowas, sonst gar nicht. Aber warum hieß der Persilschein? Wegen Persius, dem griechischen Gott, hat auch Matteo gesagt. Ja, das war auch so wild. Das war völliger Bullshit mit dem Reinwaschen im Gott. Und dann sagt er, ja, das ist. Ich so, ja. Richtig. Matteo ist einfach hier. Heißt Persil dann auch Persil wegen Persus? Persius ist tatsächlich der Begriff für den griechischen Gott der Reinheit, den ich mir komplett ausgedacht habe. Hä, du hast mich verarscht! Ja. Hä? Ich bin verwirrt! Hä? Jetzt bin ich ja komplett verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich glauben darf. Oder kann. Voll das. Auch nicht. Klang für mich logischer als Persil. Welcher griechische Gott würde Persil heißen? Das heißt, die ganze erste Hälfte war einfach Bullshit. Ich dachte, ja geil, das stimmt alles. Du hattest recht mit dem, man muss sich reinwaschen. Ne? Das war ja falsch. Ja, schon, aber das war ja dann komplett Zufall nur, oder was? Ja, war wirklich zufällig. Okay, na gut. Also Persil, ich habe gerade nachgeguckt, Persil kommt von den Hauptbestandteilen des Waschmittels, Perborat und Silikat. Nicht aus dem Griechischen. Hey, was ist für ein krasser Zufall dann bitte? Ist crazy. Ja. Okay, man muss nicht smart sein, manchmal muss man einfach nur dumme Scheiße erzählen. Wow. Und das könnt ihr gut. Das könnt ihr sehr gut. Und ich hoffe auch, dass ihr bei der nächsten Frage mir eine Menge tolle Geschichten erzählt. Und zwar lautet die nächste Frage: Warum gibt es in den deutschen Krankenhäusern Enten? Warum gibt es in den deutschen Krankenhäusern Enten? Ich habe im Krankenhaus noch nie eine Ente gesehen. Ich auch nicht. Geht es um die tierische Ente? Oder ist das. Wie oft wart ihr schon in Krankenhäusern? Ihr habt da gearbeitet. Ich hab da gearbeitet. Du warst hier irgendwie so. Ich hab schon wieder vergessen, was es ist. Technischer Assistent? Ja, ich hab 6 Wochen Pflegepraktikum gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und dann habe ich in der Uniklinik gearbeitet. Und ich habe noch nie eine Ente da gesehen. Weil es nicht die Tierente ist, sondern eine andere Ente, die nur so heißt. Nee, ist eine echte Ente, ne? Nee, Lena hat vollkommen recht. Scheiße. Ha. Das ist irgendein Instrument, heißt Ente. Scheiße, warum kenne ich das denn nicht, wenn ich da war, ey? Ja, Matteo, man kann ja auch nicht immer alles kennen, ne? Das ist richtig. Es ist nämlich keine echte Ente, sondern es ist so eine Handpuppe-Ente. Aussieht wie eine Ente. Und die wird dann immer so den Kindern vorgespielt, damit die nicht so viel Angst haben. Die machen jetzt so quack, 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 quack. Keine Angst haben. Und dann spritzen die derweil so die Spritze rein und die sind von der Handpuppenente abgelenkt. Das ist süß. Ja. Ist leider nicht auch alles. Es ist halt nur aber süß. Ist trotzdem süß. Aber Bullshit. Ist es ein Instrument, was einen bestimmten Vorgang vereinfacht oder? Ja, schon. Aha. Ich hab's. Jetzt sehr vage ausgedrückt. Das war so. Ja. Die Ente war so ein. So eine Art Bettpfanne. Früher in deutschen Krankenhäusern. Na, wenn man lange im Bett liegt und halt nicht die ganze Zeit aufstehen kann. Dann die Ente. Das siehst du, weil die Bettpfanne so einen langen Hals hatte und die führt dann so unters Krankenhausbett. Und durch diese Ente hat man sich quasi erleichtert, wenn man halt bettlägerig war. Finde ich gut. Das geht schon in eine sehr gute Richtung. Warum? Echt? Ja, finde ich auch gut. Ja? Richtig gut. Ja, du kannst auch mal was Gutes sagen. Nice. Jetzt habe ich Selbstbewusstsein geschöpft. Aber ist falsch. Das ist keine Bettpfanne. Aber Bettpfanne. Trotzdem geht es in eine sehr gute Richtung. Also ich kenne den Galgen aus dem Krankenhaus. Das ist der Galgen, der über dem Bett hängt, damit die Leute leichter sich in die aufrechte Position ziehen können. Also wisst ihr, was ich meine, ne? Dieser Griff. Wo man sich so festhält, so. Ne? Genau, was über dem Bett hängt. Aber das heißt halt Galgen. So, was ist die Ente? Ist die Ente... Nicht der Galgen. So einfach so ein Gehstock. Ist das so ein Gehstock? Chris war schon deutlich näher dran als ein Gehstock. Eine Bettpfanne. Also, eine Bettpfanne? Hat es was mit ich weiß es. Der Darmentleerung zu tun? Dem Darm nicht. Der Blase. Aber der Blase. Ja. Das ist so eine Handpuppe von der Ente und dann setzen die dann immer auf, wenn die nicht pinkeln können und dann machen die so mit quack, der Ente quack, so quack, quack, jetzt kannst du dich entleeren, quack, quack und dann können die pinkeln auf einmal. Basierend das ist einfach so ein Zugang,
so einen Zugang zur direkt zur Blase, wenn Leute irgendwie Probleme mit der Prostata haben oder so. Und ne, gerade nicht von selbst pinkeln können. Eine Ente ist ja auch, du kriegst ja manchmal einfach, wenn die Prostata nicht mehr funktioniert, wird der so ein Tennis, nicht ein Tennisball großes Ding, Tennisball große Prostata. Ja, aber muss ja was an der Prostata gemacht werden, damit du wieder ordentlich pinkeln kannst. Ist ja vor allem im Alter so, ne, wirst ja operiert. Ja. Und vielleicht braucht man da die Tage danach einfach die Ente, so einen Zugang direkt zur Blase oder so, wird dann schön, ne, Urin rausgezogen. Nee, ist noch simpler. Es war auch Bettpfanne schon übel close, aber ist leider halt nicht richtig. Das ist einfach ein Abfluss für Urin. Auch nicht. Wenn man halt liegt. Ist handlicher. Das ist so eine Handpuppe, die du reinstrollen kannst. Handlicher, eine Ente. Ey, ja, man einfach, das ist einfach ein Gefäß, in dem es reinpinkeln kann. Wenn so. Du nicht mehr auf Klo gehen kannst. Ja. Das ist richtig. Es ist, oder? Ja. Es ist einfach ein Gefäß, in das man reinpinkelt. Richtig, ja. Das heißt Ente, weil, und das kann ich euch auch gerne zeigen. Ja, weil das dann halt runterläuft. So. Ja. Weil es so aussieht. Ja, genau so sieht eine Ente aus. Wie eine Ente. So, das ist also wenn das keine Ente ist, dann eins. Weiß ich auch nicht. Ja. Hey, Fluffy Pandora kennt diesen Begriff und hat diese Frage eingereicht. Ich bin dafür sehr dankbar. Ja, aber dann war die Bettpfanne war ja schon, das war ja die schon war ultra close. Ich wollte nur. Warum, ich wollt warum ist jetzt speziell in Deutschland? Ist es nur in Deutschland oder was? Und in anderen Ländern? Weil die Ente heißt, ne? In Deutschland. Woanders ja, stimmt, heißt die halt heißt ja Urinflasche, so bloß auf anderen Sprachen. Ist ja okay, Duck. Okay. Ja. Stark. Duck. Genau. Duck. Urine Flask. Ja, ich glaube, das Thema können wir auch hinter uns lassen, ne? Und wieder zu interessanteren Sachen kommen. Ey, bisher alles erraten, ne? Das stimmt. Und ich fand die Handpuppen auch echt gut. Also Dankeschön. Die waren, bleib damit dabei. Auch wie du das vorgemacht hast. Ich frage mich, ob du die nächste Frage auch pantomimisch vormachen kannst, Linda. Die nächste Frage ist auch ganz einfach. Was ist die Kramerleiste? Nee, da bin ich raus. Frage kommt von Grockner. Okay, das weiß ich zufällig. Soll ich jetzt direkt sagen, oder? Na klar, löse. Ja. Du weißt also, es eh nicht, Matthew. Doch, und zwar, also in der, ihr kennt ja die Sitcom Seinfeld. Mhm. Ja, bin gespannt. Und da gibt es Kramer, den Nachbarn. Aber Kramer hieß nicht immer Kramer. Der hatte einen anderen Namen am Anfang der Sitcom. Und das ist im Prinzip die Zeitleiste. Wenn man die ganze Serie aneinander schneidet, ist es die Zeitleiste, ab der Kramer Kramer hieß. Und davor ist halt nicht Kramer. Also es ist die Leiste, die danach kommt. Die Lösung. Ja, ist voll falsch, ne? Ja, okay, das dachte ich. Bist du ein Trash-Talker, Matthias? Das weiß ich heute. Wo er gesagt hat, er weiß es, dachte ich, na okay, doch, könnte Sinn ergeben. Matthias hat das bestimmt schon mal gehört. Ich hab noch nie was gewusst in diesem Fall. Also noch nie gewusst. Aber wie cool wäre das, wenn du sagst, ich weiß das und dann sagst du wirklich das Richtige. Das wäre geil. Das wär krass. Die erste Frage, die es bei Five Hits jemals gab, hat Kutscher einfach instant gelöst. Genau, mit der Arschkarte. Ja. Mit der Arschkarte, genau. Krass. Ja. Die Kramerleiste. Kann man das essen? Bestimmt. Hat das was mit Krampus zu tun? Nee. Sollte man das essen? Nee. Okay. Die Kramerleiste, das klingt so aus dem Handwerk kommt das. Na? Aus welchem? Das ist, nein, das ist fake. Aus dem Handwerk, habe ich ja gesagt. Das Handwerk. Das Handwerk. Das Handwerk. Schreiner. Ja. Hat viel mit Lasten zu tun. Das ist falsch, alles falsch. Ich sehe doch sein Gesicht. Hat das nichts mit Schreinern zu tun? Nein. Aber vielleicht hat es was mit Krämern zu tun. Das war ein Bäcker früher. Oder mit Krämern, ja. Auch Handwerk. Auch nicht. Nee. Sind wir in der Wissenschaft? Nee. Okay. Kramerleiste. Handelt es sich um eine physikalische Leiste, so wie wir sie kennen aus einem Raum? Fußleiste. Es ist keine Fußleiste. Aber es ist etwas, was man anfassen kann. Ist was man anfassen kann, okay. Die Kramerleiste. Ja, mach du. Na, wenn man sagt, so was auf die hohe Kante legen, das Sprichwort, dann liegt das ja daran, dass man wirklich damals Geld, das man halt nicht, das nicht gestohlen werden sollte, das hat man halt auf eine hohe Kante gelegt. Das ist genau das, was es halt auch heißt. Und es war. Die Kramerleiste tatsächlich, die hieß einfach so. Und da hat man sein Geld drauf gelegt. Deswegen sagen viele Leute auch immer, hast du hier ein bisschen was auf die Kramerleiste draufgelegt? Wenn man sich ein bisschen wegsparen. Auf die Leiste hat man seinen Kram raufgelegt. Mhm. Von dem man nicht wusste, wo der sonst hin soll.
Das genau. ist Die habe ich auch. Ich hab, manche Leute haben ja so einen Stuhl, wo man so Klamotten ja. einfach raufschmeißt. Aber die Kramerleiste ist praktisch so eine Leiste, wo man einfach Kram draufschmeißt. Ja, richtig. Ja, ist voll falsch. Mhm. Okay, wir sind im medizinischen Bereich schon wieder. Und Überhaupt zwar nicht. Scheiße. Kannst du direkt aufhören? Nein. Einfach vorher gegen die Wand gelaufen. Mann, ich hätte jetzt voll die geile Theorie. Ach, ey, die kannst du trotzdem äußern, wenn du möchtest. Nee, bringt ja nichts. Ja, gut. Okay, wir sind im menschlichen Körper. Im menschlichen Körper. Und zwar, wenn man einen Leistenbruch hat und der ganze Kram rausquillt aus diesem Leistenbruch, dann ist es eine Kramerleiste. Meinst du, wenn du mich fragst, ob wir in der Wissenschaft sind und danach über Medizin redest, hätte ich nicht gesagt, dass wir in der Wissenschaft sind? Aber Medizin ist keine Wissenschaft. Geht es um den Fußballspieler Christoph Kramer? Nee, es geht auch nicht um den Musiker Kramer. Schade. Es geht um einen anderen Kramer. Oh, aber wir haben so viel ausgeschlossen jetzt schon, ne? Geht es um Politik? Mm-mm. Geht es um Kunst? Nope. Handwerk. Sag mir das schon. Zum fünften Mal nein, ja. Chris. Aber wenn du noch Kramer mal fragst, heißt. Vielleicht dann doch. Kramer, ist es was Geografisches? Auch nicht. Boah, mhm. Das hätte ich aber gut gefunden. Geht es um wir brauchen Tiere. Irgendwie, wir müssen was irgendwie kann man so denn auf Leisten. Kommen. Was kann man mit Leisten machen? Irgendwo hinnageln. Aber nicht die. Wobei, das ist ja nicht, Handwerk. Nicht eine Holzleiste, auch nicht die im Körper. Was gibt es sonst für Leisten? Eine Leiste. Na, die ich Leiste kann halt was einfach. Was leisten? Was ist eine Leiste? Was ist überhaupt eine Leiste? Aber das macht keinen Sinn. Aber was ist überhaupt eine Leiste? So eine Leistenzerrung zum Beispiel. Ja, aber hatten wir schon Leistenbruch und so. Ist nicht medizinisch, ach so. Nicht im Körper. Also ist es einfach, ist es aus Holz? Kann aus Holz sein. Kann aus Holz sein. Ja, natürlich kann es aus Holz sein. Ist es die Kramerleiste, die Dachdecker benutzen, um beim Dach nicht abzurutschen? Wir sind echt, also Matteo, ich... Nicht Handwerk. Ich immer bewundere noch nicht wirklich deine ja, Durchhaltevermögen, aber wir sind okay, nicht ja. bei Handwerk. Sind wir im Körper. Okay, was? Stopp. Wir sind auch nicht beim Körper. Wir sind Finanzwesen. Wir sind im Finanzwesen. Wir sind ja. im Sport. Wo sind wir da, Linda? Sag's mir. Beim Geräteturnen. Das ist vollkommen falsch. Nein! Du. Kein Sport, okay. Gar kein Sport? Ja. Kramerleiste. Boah, ich bin so lost, ich weiß ja gar nicht, in welche Richtung es geht. Kramerleiste. Okay. Man kann auf dieser Leiste etwas abbilden. Technischen Zeichnen. Auch nicht. Oh, das fand ich aber auch. Mann, du hast gute Ideen, aber die sind falsch. Ihr habt echt gute Ideen, aber die sind alle falsch. Die sind falsch. Es ist sowas wie eine Zeitleiste, aber nicht für Zeit, sondern für Kramer. Kramer ist tatsächlich eine Person. Der hat diese Leiste benannt. Ihr könnt mir sagen, was man darauf sieht. Historisch, es ist was Historisches, also etwas aus der Zeitgeschichte, Menschengeschichte. Ist Geschichte eine Wissenschaft? Nein, ist es nicht. Ist die. Ist es Wissenschaft? Richtig? Es ist trotzdem nicht. Nee, es ist nicht Wissenschaft, habe ich schon aufgeklärt. Also ist auch nicht Geschichte. Kramerleiste. Okay. Auf was wird denn die Kramer. Was wird auf der Kramerleiste abgebildet, ist die Frage. Also nichts wissenschaftlich, also nicht mit Zeit, Druck, Temperatur, Gewicht, nichts auf dieser. Ihr habt dieser vielleicht Werte. Sogar schon mal eine gesehen, aber wusstet nicht, dass es eine Kramerleiste ist. Ist es im Supermarkt die Dinger, die man nach zwischen den Einkaufen. Das ist die Kramerleiste? Oh. Nee, das ist eine richtig gute Idee. Der Warentrenner. Trotzdem falsch, leider. Sehr falsch. Die Kramerleiste. Hat es was mit Ernährung zu tun? Auch nicht. Eine Wissenschaft, oder? Ja, stimmt, Ernährungswissenschaft benommen. Also die Kramerleiste ist etwas, auf der wird was abgebildet, ja? Ja. Also, aber die ist, abbilden tust du ja eben, das ist ja immer wissenschaftlich. Ja, aber warte, die ist physisch aber da. Das heißt. Die ist da. Genau, das heißt, du hast etwas, das ist die Leiste und da wird irgendwas drauf gezeichnet. Gemalt. Gelasert. Zeichnet oder malt? Nein. Gelegt. Gelegt, ja, vielleicht. Gelegt, ja, okay. Meistens. Kramerlei. Ist es, kennt ihr noch in der Grundschule diese Rechenschieber? Mhm. Und dann, wenn ihr so, aber wenn der Rechenschieber alle ist, weil ihr habt keine Kugeln mehr, dann habt ihr die Kramerleiste und die zählt dann die Tausender.
Das wäre dann Mathematik und wahrscheinlich eine Wissenschaft. Aber denk mal. Nein, nein, nein. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft. Das ist keine Naturwissenschaft. Ach, das ist keine Wissenschaft. Das ist ja eine Wissenschaft. Das ist eine Geisteswissenschaft. Ach, scheiße, aber keine Wissenschaft. Ja, ja. Okay, aber denk mal an Kinder. Ihr wartet, du warst ja gerade in der Kindheit. Was machen denn Kinder so? Mit Bauklötzen spielen. Ja, die spielen. Und. Essen. Und was kann man so spielen? Auch wenn man älter ist, kann man auch noch spielen. Spielplatz. Wettergerüst. Hm. Nee. Lego. Auch wenn man älter ist, ist die Kramerleiste. Vier gewinnt. Vier gewinnt ist was? Die Kramerleiste. Ein Spiel. Okay. Ein Spiel, ja. Okay. Was haben Kramerleisten mit Brettspielen zu tun? Das ist, wo man so Sachen reinmacht, die Karten. Wo man so, man steckt da so Sachen rein. Also zum Beispiel bei diesem Spiel, wo man die Gesichter aufdecken muss. Wer bin ich? Da hast du vor dir diese Leiste und da steckst du ja diese Karten rein. Das ist einfach eine Kartenaufbewahrungsleiste. Nee. Scheiße, war das nah dran, dachte ich. Aber Brettspiel ist gut. Kramerleiste. Was macht man auf Leisten? Oh, die Kramerleiste ist die Leiste von, wie heißt es, Scribble oder so, wo man immer so diese Karten so draufstellt. Das meinte Matteo so ein bisschen. Das meinte ich, ja. Ach so. Aber nee, die Kramerleiste ist, das kennt ihr beim Roulette, wenn man diesen langen Stock mit dieser Leiste dran, wo man dann so die Jetons zieht, das ist die Kramerleiste. Das machen Kinder, ja? Ja, die Kinder spielen Monopoly und so. Und Roulette. Und Roulette. Ist es? Nee. Brettspiel. Boah. Ich habe gesagt, ich fasse das nochmal ein bisschen für euch zusammen. Es wird darauf etwas angezeigt. Oder vermerkt. Punktestand. Ja. Auf der Karma-Leiste wird der Punktestand angegeben. Das ist wie beim, beim Tischfußball oder sowas zum Beispiel. Da kann man den Punktestand vermerken. Richtig. Und die heißt nur Karma-Leiste. Wenn wegen Christoph Kramer. Spielfeld ist. Genau, wegen, nicht ganz Christoph, aber wegen Wolfgang Kramer, der ist Spielautor gewesen. Und der hat auf seinem Spiel, was er damals konzipiert hat, auch direkt seine Punkteanzeige drauf gehabt. Das heißt, es ist kein extra Punktebrett notwendig. Hm. Die Kramerleiste ist also eine extra Anzeige. Aber wo denn? Ich sehe die gar nicht hier. Ich sehe die auch nicht, wo ist die denn? Hier ist die, praktisch, keine Ahnung, der Rand, ich weiß es nicht, ich kenne das Spiel nicht tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wer wie viele Punkte hat. Da, wo das schwarze Loch ist. Also, ich sehe, guck mal, hier Rot und Blau haben 15. Ah. 16? Ich weiß es nicht. Ja, okay, das ist die Punkte. Das ist nicht das Spiel, das ist einfach die Punkte. Genau, das sind die Punkte am Rand. Leiste quasi. Das ist die Kramerleiste. Richtig, das ist die Kramerleiste. Das war viel uninteressanter, als ich dachte. Ja, das war jetzt schon mit sehr viel Hilfe. Ne? Das war schon ein bisschen. Du darfst nicht mehr helfen. Keine Hilfe mehr. Wir brauchen nicht mehr so viel helfen. Er dachte, er hat irgendwas erfunden, hat es Kramerleiste genannt. Irgendwie hat selber seinen Wikipedia-Artikel noch geschrieben. Ja, und in Wirklichkeit nennt das niemand so. Niemand hat jemals gesagt Kramerleiste. Nee. Nur Kramer hat er so gesagt. Ja. Der wollte so was zurücklassen, so. Was er geschaffen hat. Er ist unfruchtbar und er hat gesagt. Wenn ich sterbe, gibt es nichts mehr. Deswegen muss ich jetzt irgendwas erfinden. Er hat einfach Kramerleiste in Wikipedia reingeschrieben. Er wollte einfach, dass Leute sich an ihn erinnern. Ja, genau, das meine ich. Verständlich. Fall.